Ajo, was geht von der Eik am Start für euch und herzlich willkommen zur, ich sag mal, voraussichtlich letzten Folge von Let's Play Resident Evil 1 Remake. Das letzte Mal haben wir ja eine Box geöffnet, wo dieses Ding, glaube ich, drin war. Ne, der Ring. Ich habe das jetzt mal kombiniert mit dem anderen Ding. Habt ihr jetzt die zwei Dinger, die wir gebrauchen werden? Und das andere Wappen werde ich gleich jetzt noch holen, weil wir beide Wappen gebrauchen für ein bestimmtes Tor, welches sich unten im Kellergeschoss der Hauptvilla befindet. So, jetzt gehen wir den ganzen Weg mal zurück und werden dort auf jeden Fall. Oh, hier wartet jetzt kein dreckiger Behinderter. Für Munition habe ich 60 im Magazin und 50 in der Waffe. Das ist 75 Schuss. Das sollte reichen. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall das Ganze ja relativ gut überstehen. Werden wir, glaube ich, auch. Und ja, also ich sag mal so, ich würde versuchen in der Folge, wir haben ja 60 Minuten regulär, den ganzen Rest zu spielen. Es ist nicht mehr viel. Im Notfallshalber mache ich eine Überlänge von vielleicht 1,5 Stunden maximal. Und dann sollten wir eigentlich auch theoretisch, wenn ich mich gut anstelle, mit dem Spiel durch sein. Also das sollte jetzt kein Problem unbedingt für mich darstellen. So also bin ich wenigstens gesund. Ich bin gesund. Ein Erste-Hilfe-Spray auch noch mit drin. Das ist doch herzallerliebst. Und bis jetzt läuft's ganz gut. Läuft's ganz gut. Und ich muss sagen, für meinen ersten Run so richtig, für mein erstes Walkthrough, ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht in dem Spiel. Na ja gut, fürs Let's Play reicht der erste Versuch, oder erste Run, da brauche ich jetzt nicht, keine Ahnung, das Spiel fünfmal durchzuspielen, so fünfmal zu Let's Playen, das macht natürlich auch keinen Sinn. Da kenne ich den einen oder anderen YouTuber, der spielt ein Let's Play innerhalb von einem Jahr sechsmal. Das ist natürlich eher nicht der Sinn der Sache, ein Spiel 50 Mal durchzuspielen. Also mir persönlich wäre dann nach einer Zeit einfach extrem langweilig. Und ja, Penis. So, okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir hier durch. Ich habe schon alles eingesammelt, was wir brauchen eigentlich. Und von daher passt eigentlich alles. So. Ich wusste es, die Viecher kommen jetzt. Trau dich. Alter. Du dreckiger Pisswichser. Okay, der andere ist tot. Gut, eine Kugel haben wir leider verschwendet. Scheißegal. So, und jetzt wieder zurück. Ich hoffe, dass jetzt gleich die Main-Halle kommt. Okay. Brauchen wir ja noch die ganzen Gänge durchzulaufen. So, perfekt. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist ja herzallerliebst. Und dann müssen wir in den Keller. Und so, wir müssen jetzt hier in den Keller. So. Jetzt das was. Ja. Nummer 1. Ich weiß. Nein! Du Idiot, das nimmst du nicht mit. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Perfekt. Und schon ist die Tür offen. Öffnen, selbstverständlich. Ab geht der Junge. Oh, dieser Sound, ich liebe es. Eine alte Schreibmaschine, okay. Okay, das ist sozusagen auch so eine Art Safe Room. Dann mal nehme ich mal. Okay, ich glaube, ich brauche sonst nichts mehr. Ne,
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. So, jetzt gehen wir hier, Digga. Was ist das für ein Keller, Digga? Das ist doch kein gewöhnlicher Keller. Das ist ja hier... Was weiß ich, was das ist. Das ist doch keine gewöhnliche Menschen. Ist da was? Nein. Ist da hinten was? Nee. Oder würde ich sagen, ab nach unten. Ab nach unten. Batz, batz, batz. So. Barry. Jill. You're alive. I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Jetzt kommt das Scheißvieh, Digga. No time to talk. Jill, hand me my gun. Ja. Thanks, Jill. So. Echtes Teamwork. Schieß, Barry! Barry, schieß! Schieß weiter. Nice. Nice. Was ist denn falsch mit dem, Digga? Ist das der Totenkopf seiner Mutter oder was? Alles klar. Na gut. Na gut. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. So ein Jerk, Mann. Ja, wahrscheinlich hat er ein Abkommen mit Dings gehabt. Ja, bitte. Mit wie hieß der Wesker? Wesker Besker. Ich glaube, das ist der Main-Hurensohn von allen. Ja, ist es so, was frage ich überhaupt? Aber in den nächsten Teilen war ja der Übermods. So, was haben wir denn hier? Also, genau. Jetzt haben wir hier die Dinger. Ich glaube, da muss ein silbernes rein. Auf der anderen Seite ein goldenes. Jap. Siehste. Siehste. Jetzt öffnet sich was. Und ich will nicht wissen, was da unten lauert. Ach, da, dort ist der Dings. Dort ist der Dings, dort ist der Dings. Und wir sind schon, wie gesagt, also wir sind auf jeden Fall gut dabei. So, mit einem Aufzug gehen wir mal nach unten. Und hier ist eine Tür. Jetzt öffnet sie sich, na geil. Okay. In der Höhle des Löwen. Hier geht's auch noch weiter. Ah, ist da ein... Okay, gut. Das heißt, es geht nur hier runter. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Ach, cool, eine Schreibmaschine und... Ja, nimm die Bänder, nimm die Bänder. Nimm die Bänder. Und... Erstmal speichern, erstmal speichern.
Wir speichern einfach erstmal zur Sicherheit, weil man weiß nie, wenn man reckt. Man weiß nie, wenn man reckt und was auf einen zukommt. Das ist das Problem. Das weiß man nie. So, warte mal, lass mich kurz luschen. So. Da warten noch irgendwelche Viecher auf dich, gut. Ja, okay. Da ist jetzt nicht so viel Besonderes dabei. Dann legen wir das mal hier ab. Und ab geht der Junge, ab geht er in die Höhle des Lutschers. In die Höhle eines Hurensohns. Cool, haben wir ja drei Kräuter, Digga. Drei fucking Kräuter, weshalb auch immer. Aus drei Kräutern können wir... Das wissen wir nämlich gar nicht. Ein XXL-Kraut machen. Ey, du Wichser. So, der eine ist tot. Da kommt schon das Blut geflossen. Der Schwanz lebt aber noch. Wunderbar. Wunderbar, haben wir die. Eine Diskette. Mit geheimen Informationen drauf. Eine elektrische Verriegelung. Okay, dann müssen wir nach unten. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten! Und Sesam, öffne dich! Aber ich hoffe so sehr, dass wir das in diesen 60 Minuten packen, Digga. Wie gesagt, im Notfall kann ich noch ein bisschen überziehen, aber... So, der lebt aber noch. Na komm. Na komm. Zeige dich. Er ist auch tot, okay. Gut. Die ist verschlossen. Hochspannungssymbol. Ach, das ist okay, das ist ein Kreis. Aber hier können wir rein. Und hier ist... Cool, Revolvermunition. Nochmal 6 Schuss. Und hier ist auch noch was drin. Login. Okay, gut, das machen wir später. Das können wir noch nicht. Was ist das? Eine Batterie. Geiler Scheiß. Ist da sonst noch was? Nein. Das sieht aus wie diese Versuchskaninchen aus Resident Evil. Resident Evil 4. Gegen Ende des Spiels. Diese dreckige Viecher da, diese dreckige. Ich glaube, für Race 4 haben wir auch 10 Folgen gebraucht, ne? Aber hoffentlich stehen die jetzt noch nicht auf. Das wäre nicht so gut. Was ist hier drin? Okay. Die ist verschlossen. Die ist auch zu. Was? Hebel zu öffnen, wenn sie nur die Achso. Warte mal, wo war der Typ denn? Achso, okay, warte kurz. Warte mal. Ach, ich will nicht dort.
Ich will nicht. Ich hoffe nicht, dass diese Wichser gleich aufwachen. Ja gut, Munition haben wir ja schon. Genug für die Pisser. Munition für die Wichser haben wir genug. So, also. John. Und Passwort ist... Ada? Warum Ada? Was hat Ada damit zu tun? Mole. Wie no match. Okay. Was geht jetzt auf dieselbe, oder was? Hm? C. E. L. Ah. Unlocked. Ah, ist es diese eine Tür? Die offen ist? Okay, warte kurz. So, passt. Ah. Jetzt ist die andere Tür auch offen. Gut. Passt. Okay, hier haben wir alles. Was ist, Babu? Kajuksche, aber wie letztes Mal. Morge. Kannst du machen. Eine Reihe von LCD-Bildschirmen. Okay. Na gut, dann haben wir, glaube ich, hier alles, ne? Dann haben wir hier alles. Boah, ich habe Angst vor den Viechern. Ich habe Angst vor den Viechern. Weil ich genau weiß, die werden aufstehen und die werden uns fressen wollen. Ich weiß es ganz genau. Ich glaube, die Tür ist offen jetzt, ne? Die muss offen sein. Was haben wir hier? Ah, Munition für Dings. So, nehmen wir das mit. Aha, Fax, irgendwas. Irgendwas beschrieben, irgendwas erklärt. Was ist das hier? Sicherheitssystem. MO-Diskette. Aha. Was ist das? Was ist das? Treibstoff nicht schütteln. Okay, warte, nehme ich das mit. Dann, okay, Moment kurz. Aha.
Okay, warte, weißt du was wir machen, was wir machen? Ich weiß, was wir machen. Fick dich, du Hurensohn. Ist er tot? Offiziell ja, ist tot. Och, du Scheiße, Mann. Ich wusste es, dass das passieren wird. Ich wusste es. Ich wusste es. Deshalb habe ich so Angst gehabt. Ich wusste es. Ich hasse diese vier, wenn die infiziert sind. Okay, die anderen Lebenden sind noch tot. Noch. Betonung liegt auf noch. Aber nicht, weißt du, was ich mache? Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. So, pass auf. Ich mache jetzt diesen. Pass auf, Digga. Ich mache jetzt diesen. Okay, ich mache jetzt den absoluten N30er. So, weg damit. Weg damit. Revolvermunition. Jetzt brauche ich nur noch das. Was ist mein scheiß Feuerzeug? Was ist die andere Diskette da? Pass auf, Digga. Ich mache jetzt den größten Bastard-Move. Nein, warte. Okay, unser Kanister ist voll. Damit die ja nicht mehr aufwachen. Aber auch dafür, dass die ja nicht mehr aufwachen. Das mache ich diesen jetzt. Ich verbrenne die Hurensohn einfach. Ich verbrenne sie einfach. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Viel, viel früher. So, jetzt sind die zwei keine Gefahr mehr. Jetzt können wir hier hindurch und können gleich. Guck mal, Erste Hilfe Spray. Eieiei. Warte mal, gibt's hier noch was? Shotgun Munition, ne, BMT Matter. Warte, ich muss wieder kurz zurück. Wo ist hier der Ausgang? Da. Ich muss kurz nochmal zurück. Ich muss den ganzen Scheiß wieder zurück tun. Oh Gott, anstrengend. Na gut, die zwei sind so oder so, die sind jetzt komplett weg. Die sind jetzt eh kein Dings mehr für uns. Keine Gefahr mehr. Das Einzige, was hätte noch Gefahr werden können, ist der eine Zigeuner. Aber das ist nicht so schlimm. So, okay, pass auf. Wir legen das weg. Wir legen das weg. Wir legen das weg. So, kurz nachladen. Und holen uns den ganzen Stuff. Dann nehmen wir das alles mit. Legen das auch weg. Und dann haben wir alles. Dann haben wir alles. So. Ja, mit der Pisse. Ja, mit dem Wichs. Ist hier sonst noch was? Nein, gut. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Obwohl, die Shotgun-Munition lasse ich auch wieder zu kurz zurück. Aber diese Zeit, die Zeit muss ich mir nehmen. Die Zeit muss ich mir wirklich nehmen. Aber wenn wir das gemacht haben, dann sind wir wirklich, dann sind wir Chocquisel, Digga. Dann sind wir Chocquisel. So, pass auf.
Schalker-Munition, wo ist die Schrupfende da? 31 Schuss haben wir schon. Was ist das überhaupt? Darin sind rote Dias. Okay. Rote Dias, rote Diagramms? Was sind Dias? Was? Kenn ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. Schwanzgesicht. Schwanzgesicht auf Schwarztee. Ach, geil. So. Ab nach unten, ab nach unten, ab nach unten, ab nach unten. Oh Gott. Warte, wo war das? Das war irgendein Pissraum. Ja, ja, schon gut. Schon gut. Welcher Raum war das? Ein Diskettenraum. Ich glaube, das war direkt der hier. Nein, ich glaube, ich zu wissen. Der hier, glaube ich? Oh, ich weiß es nicht mehr. Hier doch, hier ist die Maschine. Was? Geht hier schon wieder nicht. Was? Junge, was ist denn das? Aha. Und jetzt? Ah, ich habe wieder irgendwas übersehen. Eieiei. Oh, das ist das, wenn man meint, man weiß etwas, aber man weiß gar nichts. So, nochmal zurück. Nochmal ganz zurück nach oben. Weil wir haben jetzt irgendwas übersehen wieder. Oben in dem einen Raum da. Ich warte nur darauf, bis der Wichser aufwacht, um mich zu zerfleischen. Darauf warte ich die ganze Zeit. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. So, in dem Raum ist noch irgendetwas. Aha. Hier. Das hier. Der Code ist 8462. Ja, siehste. Siehste. Hallo? Ich will den Schlüssel. Laborschlüssel. Was ist das? Ist da was? Moment kurz. Okay, darum. Wir brauchen die Dinger. Wir brauchen die Dinger. Die haben wir aber allesamt. Alle beisammen. So, jetzt gehen wir runter. Runter, 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 runter schlendern. Ich frage mich, was der Endboss ist. Ich frage mich, wer der Endboss ist. Das frage ich mich. Wer ist der Endboss? Wunderbar.
So, hier ist jetzt, glaube ich, irgendwas. Na komm. Links ist Munition für die Schrotflinte. Aha. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Vieh gewesen? Alter, oh mein Gott. Oh, fick dich. Alter. Was sind denn das für Wesen? Scheiße, Bruder. Oh, ich höre noch mehr. Komm, runter, geh runter, Jill. Batteriepack. Genau, MO-Disketten. Ah, es gibt drei verschiedene. Sag's mir doch so. Ich dachte, ich muss alles in einer reintun. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Okay, jetzt wieder zurück. Alter, das war wirklich... Das war wirklich... vom Feinsten. So, warte mal. Okay, dann durch die Tür. Oh Gott, oh Gott. Warte mal. Wir haben doch hier... Ach, die ist verrostet. Was ist hier drin? Hier oben ist doch noch was. Achso, wir kommen von dort. Ja gut. Gut, 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 gut. Passt. Perfekt, 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 perfekt. So. Öffne dich, Sesam. Genau. So, ablegen. So. So, so, so. Oh Gott, oh Gott. Verrastet. Jetzt hier gleich müsste... Eigentlich müsste jetzt hier ein Vieh kommen. Scheißegal. Wenn es nicht kommt, ist genauso gut. Oh, fick dich. Nice, Jill. Lebt er noch? Nein. Nice. Scheiße. Ist da noch ein Vieh? Stirb. Wo ist das Vieh? Alter, mach doch nicht diesen. Treibstoff nicht schütteln. Gut, okay. Ja. Eine leere Kapsel. Ich hoffe, das war's jetzt, Alter.
viel habe ich noch? 15 Schuss, geil. Geil, nicht mehr viel. Gar nicht mehr viel. Na gut, wir haben noch viele andere Knarren mit sehr viel Munition. Das wäre jetzt nicht das Problem, wenn da jetzt irgendwie was... jetzt nicht... Das ist die andere Diskette. Nice. Wir haben das Tor geöffnet. Das Tor zur Hölle. Scheiße, Mann. Komm runter. Alter, was? Ich habe keine Moon mehr, ne? Meine letzten 13 Kugeln. Meine letzten 13 Kugeln, Alter. Jetzt wird's schwierig. Warte, hier sind auch nochmal Viecher, Digga. Ich hol mir jetzt eine Shotgun. Ich hol mir jetzt die Schrotflinte, Digga. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir, Digga. Das war's jetzt. Jetzt räume ich hier richtig auf. Pass auf. Weil auf der anderen Seite war noch ein Dings, war noch eine... Wie heißt die Scheiße? Eine Box mit ganz, ganz viel Vorräten. Jetzt räume ich dort richtig auf, Digga. Das muss es gewesen sein. War das die Tür? Ich hoffe es. Jetzt gibt's Rambazamba. Nein, das war nicht die Tür. Falsch. Hier ist noch ein Safe Room. Ich glaube, der war links. Hier vielleicht? Hier vielleicht! Sesam öffnet, ich sage mir, ob das der Safe Room ist. Ja. Dings. Wunderbar. Ein Heilungsspray. Und nochmal Schurfend-Munition. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn ich nehme jetzt eine Shotgun mit. Das ist mir hier wirklich zu dumm hier, Alter. Das ist mir zu blöd. Jetzt mach ich aus dem Hackepeter, Alter. Das behalte ich mal. Brauchen wir eigentlich... Warte mal, ich glaube... Okay, das brauchen wir, wie es aussieht, noch nicht. Ich lege das mal auch weg. Jetzt lege ich mir hier eine Schrotflinte rein. So. Jetzt lege ich mir hier eine Magnum rein. So, wo sind meine Magnum-Patronen? Da. So. So, Digga, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Die Pistole brauche ich nicht. Weg mit dem Scheiß. Jetzt wird ernst gemacht. Weißt du was? Ich nehme noch vorsichtshalber. Weil ich nicht gesehen habe, ob er das mitnimmt. Weil ich nicht unbedingt wieder zurück möchte. Das Ding mit. So, und jetzt wird Mutter gefickt, Digga. Jetzt habe ich Bock zu zerstückeln, Digga. Jetzt mache ich aus den Hackepeter. Jetzt können die meine Flinte küssen, die Hurensöhne.
Jetzt zeige ich denen, was richtig Jill Valentine kann, Digga. Ich mache aus den Hackepeter mit Schlumpfsalat die Hurensöhne. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Cool. Hätte ich fast übersehen. Boah, Alter, ist der weg. Das ist Shotgun, Digga. Das ist Schrotflinten-Power, mein Junge. Das ist Shotgun-Power, mein Junge. Wie viel habe ich noch? 37. Ah, du Hurensohn. Was ist das hier? Der dreckigen Keks. Wer will noch Stress? Hä? Wer will noch Stress? Du? Komm her. Hier ist noch ein Hurensohn. Boah, aus der näheren Entfernung, Digga, sind die One-Shot. Nice, Digga. Bisschen aufräumen hier, Junge. So. Erforderlich, was ist damit? Okay, keine Ahnung. Ach so, ich weiß, was wir damit machen müssen. Wir müssen jetzt wieder zurück zu diesem einen Raum, wo wir den Treibstoff füllen können. Ich weiß wo. Wir haben schon nachgeladen. Alter, jetzt, also ich muss sagen, jetzt hier für das letzte Kapitel, Digga, macht die Shotgun richtig Spaß. Da macht die Shotgun richtig Spaß, du. Das ist ja wirklich, also Batz, Batz, Batz. Jetzt können die uns unsere Poperze lutschen, die Wichser. Wenn die meinen, wir haben nichts drauf, haha, Digga, da lach ich mich schlapp. Da lach ich mich kaputt. Soll jetzt noch jemand kommen, Junge? Ich mach aus dem Hackfleisch. Ich mach aus dem... Was ist denn das? Ah, okay. Ich glaube, das davor ist der Treibstoff. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen jetzt den Treibstoff für den Fahrstuhl wiederherstellen. Ich verstehe schon. Und das ist die Tür da rechts. Das war der Eingang zu diesem Labor, das wir nicht betreten konnten von außen. So. Ich glaube, das war... Der Raum muss es gewesen sein. Oder ich täusche mich. Nein, es ist der Raum gewesen. Es ist der Raum gewesen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Keine Ahnung. Schauen wir später. Das abgebildete Skelett ist nicht ganz menschlich. Da gebe ich dir recht. So. Was? Ja, jetzt. Treibstoffkapsel, perfekt. Ich darf jetzt nicht rennen, oder was? Als ob ich jetzt nicht rennen darf. Warte mal. Ich weiß, wo ich es reintun muss. Ich darf jetzt nicht mehr rennen. Oh mein Gott. Das heißt, ich muss jetzt den Stick ganz langsam nach vorne bewegen.
Ganz langsam. Kriegen wir hin, kein Problem für den Boss. Der Boss. Der Boss, so. Bin ich richtig? Ich bin ja falsch, verdammt. Wir sind ja falsch. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich falsch laufen? Ich glaube, da rechts müssen wir. Ah, das war ja genau. Es gibt ja zwei Türen. Einmal hier linke und einmal hier müssen hier rechts. So. Aua. Oh, ich habe mich gestoßen, das hat wehgetan. Oh nein. Nicht drin. Nur nicht drin. Nur nicht drin, Jill. Ob das jetzt der richtige Weg ist. Ja, ist es. So. Warte, wo ist er rangegangen? So, falsche Richtung. Das wissen aber hier richtig. Hier lang. Jetzt hier lang. Und jetzt da vorne ist etwas. Hier drin. So, Kapsel einsetzen. Perfekt. So, dann als nächstes wahrscheinlich genau jetzt das Tor und dann den Aufzug. Gut. Gut. Haben wir es herausgefunden. Gut, sollten keine Viecher mehr kommen, weil wir alle ausgelöscht haben. Genau so stelle ich mir das vor. Absolut alles blitzeblank sauber aufgeräumt. So. Genau so stelle ich mir das vor. So, jetzt hier das hier. Perfekt. Geilomatico. So. Bam. Wundervoll. Alter Schwede, Junge. So. Jetzt muss Barry kommen. Jill. Ja, da ist Barry. Bist du fertig? Kannst du es vorne tun? Nice. Ich mach, nachdem ich Folge beendet habe, tue ich das. So. Jesus Christ. Okay, wo lang? Ich glaube hier lang, oder? Dann müssen wir hier lang. Ja. Wesker. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway.
Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh, du Hurensohn. Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Wesker, dieses Schwein! Oh nein! Oh no! It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Oh, Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Das ist dieses Virus Teil 4 dann, glaube ich. Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Alter. No, Barry! You viral cultured freak. Scheiße, was ein dreckiger Wichser. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Nice. Nice, nice, Barry. Nice. Gott sei Dank. Barry. You're okay. Jill. Sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Okay. Dann verziehen wir uns hier, aber... Aber Dalli. So, kurz nachladen. Das Vieh ist noch nicht tot. Das Vieh ist noch nicht tot. Das ist mit Abstand noch nicht. Notfallabsicherung. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell hier raus. Wo, was muss ich drücken, damit ich... Ich guck mal am PC, oder? Was sind das für Experimente, Digga? Genau. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell. Ganz, 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 ganz Dalli, Alter. Aber ganz Dalli. Ach du Scheiße. Wesker.
Wesker must have set it off. Let's hurry. Ich weiß, wohin wir müssen. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Ich werde, glaube ich, ein bisschen überziehen. Müssen, aber... Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich durch. Also bald, auf jeden Fall. In ein paar Minuten. Wir sind gleich fertig. So. Oh nein, nicht die Viecher. Ich verpiss mich einfach. Gar keinen Bock auf die. So. Alle natürlich drücken. Und das letzte kommen. Perfekt. Und durch. Oh mein Gott, Das macht mich schon ein bisschen nervös hier. So, komm. Alles im grünen Bereich. So. Das Schloss ist geöffnet. Rein da, Junge. Rein. Jill. Oh mein Gott. Okay. Glad to see you are too. Anything on Wesker? We'll talk later. First, let's get going. Scheiße, Digga. Warte kurz. Ah, okay, Moment, ich muss noch mal kurz zurück. Weil da ist noch was Schönes drin. Shotgun Moon, geil. Geile Pisse. Geile Scheiße, oh Gott. Okay, wir haben Chris befreit. Jetzt müssen wir weg hier, Wir haben Chris befreit, ja, endlich. Mal gucken, ob wir den Kollegen auch mal spielen, mal schauen, weiß ich nicht. So. Jetzt die Treppe hoch, So. Batz. Gut. Jetzt hier durch. Dann nach oben. So, bevor wir das tun, erstmal ein paar Sachen. Und zwar, erstens möchte ich den Kollegen mit dem hier und wir speichern erstmal ab. Na komm. Wir speichern erstmal ab, vorsichtshalber. Nicht, dass wir recken. Falls wir recken, können wir immer noch an der Stelle zurückkehren. Das ist ja wichtig. Für diverse Gesellschaften. So. Speichern beendet. Ja, bitte, ich würde jetzt gerne weitermachen. Gut. Dann gebe ich mir hier noch ein Dingens. So, wunderbar. Und ab geht's. Ab geht's, Junge. Ab geht's nach oben. Ach du Scheiße. Oh. Come on, hurry. Achso, der Ausgang.
du Scheiße, wie viel hier ist. Gut, ich kann nur eins gebrauchen. Okay, komm mit, Boys. Warte mal. Sicherungskasten. So. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad! No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll run it with the helpline. So. Ah, okay. Gut, wir haben 3 Minuten. Wir haben 3 Minuten bis zur Detonation. Das ist natürlich gar nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ganz gar nicht gut. Aber kriegen wir irgendwie hin. So. Signalraketen. Natürlich einsetzen. Nur eine? Was ist das? Jill! You made it! Nicht ganz. Oh nein. So, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? Jill, use it. Kill it, whatever it is. Oh nein. Warte. Warum kann ich das nicht verwenden? Scheiße, Digga. Jawohl. Haben wir es geschafft? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, war das knapp. Alpha-Sternchen, Digga, die hätten uns fast doch gefickt. Alter. Jesus Christ, leck mich am Sack. Leck mich am fetten Sack, Digga. Dieses scheiß Pimmelhaus, Junge. Rappu. Weg damit, Alter. Die Animation. 2002er, Digga. Endlich. Oh, wie süß. Ja, die mögen sich. Die mögen sich. Wir haben es geschafft, Digga. Da war Chris noch ein Anfänger, Digga. Wir haben es geschafft. Haben wir es durch. Gib mir die Credits. Ich will die Credits sehen.
Jawohl, Digga, geschafft. Oh mein Gott, man. 8 Folgen, Digga. 8 Folgen. Es gibt Leute, die schaffen es in 2 Stunden. Es gibt Leute, die schaffen es in 3 Stunden. Ich mach's in 8 Stunden. Ich hab arschlange gebraucht. Wir haben verdammt lange gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Jill-Kampagne fertig. Es gibt noch eine Chris-Kampagne, wenn die Nachfrage da ist. Werde ich auch die spielen. Vielleicht mache ich sie direkt im Anschluss. Vielleicht mache ich sie später. Weiß ich noch nicht, aber... Hat auf jeden Fall mega gebockt, hat extrem gebockt, war scheiße anstrengend an manchen Stellen, aber hat mega Spaß gemacht und ist auf jeden Fall ein verdammt geiles Spiel, mega gelungenes Remake und ja, somit habe ich jetzt sozusagen den ersten Meilenstein geschafft. Ich habe das originale Resident Evil 1 durchgespielt, zwar mit einem Charakter, aber naja, der zweite kommt vielleicht eventuell noch, ne? Also du weißt Bescheid. Na gut, Freunde, das muss gewesen sein mit dem Let's Play Projekt, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann in einem neuen Projekt oder vielleicht sogar zur zweiten Kampagne mit Chris. Man weiß es nicht. Mal gucken. Bis dann. Checkt die mir zum Fiktion. Ich geh jetzt essen. Also, haut rein.